Schnibbel die Stab und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm, den Multiplayer mit mir, dem Lefkara. Und mit mir, der Maxima. Am Donnerstag. Ihr hört, wir sind noch so lebensfreudig, voller Begeisterung, dass ich da, weil wir gestern Abend kein StarCraft im Stream gespielt haben. Ich gebe dir dann gleich den Key, ja, für das Spiel, weil ich habe schon... Ach, hast du schon? Ja, habe ich schon. Ich krieg Pillars of Eternity. Ich habe es mir selbst quasi gekauft, aber ich habe kein Online-Banking. Ja. Online-Banking ist gut und schlecht. Kommt immer darauf an, wo man ist und wie viel Sicherheit dahinter ist. Übrigens, und wie viel Geld man gerade auf dem Konto hat. Übrigens, ich weiß jetzt, warum wir diese E-Mail bekommen haben, wo ich gesagt habe, hä, Twitch hat uns eine E-Mail gesendet, wo wir dann das Passwort zurücksetzen mussten. Ich weiß warum, wir wurden gehackt. Ja, war doch klar. Jeder, der diese E-Mail bekommen hat, wurde gehackt. Dementsprechend werde ich heute das Passwort nochmal komplett switchen. Die wissen jetzt von mir Vorname, Adresse etc. Und dann hat Twitch gesagt, lol, wir haben beide keine Bilder. Bitte! Ach, wir wollten gerade noch, ich wollte gerade eben noch erwähnt haben, StarCraft funktioniert heute mal wieder nicht gut. Ich habe auch sehr lange zum Einloggen gebraucht. Mystic Blue. Ich hätte heute theoretisch nach meinem Arbeitsplan gucken können für nächste Woche, aber ich dachte mir so, nö, ich bin Samstag sowieso da. Ja, ich kenne das. Ach ja, wir haben ja gestern Platin gehabt, davor Bronze. Mal gucken, was jetzt ist. Vielleicht nochmal Platin. Ich weiß es nicht. Low Level und Zerg, das ist immer verdächtig. Das ist immer verdächtig, weil man muss ja nicht... Man kann ja trotzdem spielen, auch wenn man Lowes Level hat. Ich habe mir das Play vom Platin Terra angeguckt. Gegen den wir gestern gespielt haben, der war richtig schlecht eigentlich. Hätte ich früher Druck gemacht auf den. Und der Protoss hat uns geproxied. Hätte Fahrradkette. Ja. Das aber, ist immer so. Aber Replays gucke ich mir jetzt häufiger an, auch von den 2 vs. 2. Ja, ich wusste nicht, dass der uns, dass der Protoss uns... Alter, wie das ruckelig läuft, das Spiel. Gerade bin ich mit 10 FPS reingekommen. Das habt ihr gesehen, weil das kann man nicht übersehen, so langsam wie das gerade war. Aber wenigstens schon mal nette Spieler, allein das Taiyu 2 finde ich sehr nett. Normalerweise kommt, stirb, Motherfucker, oder sowas. Oh ja. Heute gibt's wahrscheinlich dann StarCraft wieder im Stream, morgen die 3-3-Folge, die wir gleich noch aufnehmen werden. Schneewüste, meine Lieblingsmap. Momentan. Ich habe übrigens ein Veto auf Wüstenzuflucht gelegt. Wüstenzuflucht könnte dementsprechend gar nicht mehr vorkommen, wenn wir spielen. Ach, was mach ich denn? Du Blöde. Sorry, dass ich das ein bisschen gedrückt habe. Ich wollte das nur an der Zeile haben. Ich habe geguckt, dafür drücken die nicht so hart. Bei denen kommt das Not Enough Minerals nicht so häufig wie bei mir. Das war schon richtig so. Und jetzt kommt Barrack. Not enough minerals. SCV ready. Oh, das deine Battle sieht aber riesig aus. Not enough minerals. Ja, man könnte meinen, ne? Ja, wirklich, sieht so riesig aus. Der Zerg gegen unten Protoss-Gegner, der setzt Gas an, vielleicht Doppelgas. Jetzt könnte er meinen Worker töten, könnte immer noch. Mein Worker ist dumm. Mein Worker ist immer noch dumm. Alter, geh doch mal zum Zerg. Und waste nicht alles. Ich hab nichts gewastet, das war der ganz von alleine. Der hatte seine Wege, die ist er nicht gegangen. Ich hab mir das genau angeguckt, deswegen war ich so verbittert darüber. Ich hab mir genau angeguckt, wie hässlich das war. Und guck wegen der Echse bitte. Ich hab da alle Punkte unten schon am Ablaufen. Brutscheinpool kommt. Das heißt, das könnte... Feldpool. Ganz normal. Ja, First Pool ist es nicht, es ist ein 15 Pool. Das heißt, hier ist eine Echse jetzt wahrscheinlich. Nope. Okay. Ach, was mache ich denn? Oh, ich hätte schon längst meine Satellitenzentrale machen müssen. Noob, noob. Damit wir ein bisschen Vision bekommen. Nein, ich starte nicht mit einem Reaper.
wo ich sonst immer... Wie du meinst. Brauchen wir. Ja, wegen dem Zerg. Echt gut. Wie du meinst, braucht die Welt. Kommen nicht viele, so zwischen 4 und 5 Stück. Na, 4 eher. Ja, 4. Wichtig für mich, immer brav weiter Worker pumpen und die Exo hole ich mir dann irgendwie gleich. Ach, jetzt hast du die Exe dir genommen, okay. Ja! Ich will das so kotzen, immer da unten nicht zu haben. Das hat sich erledigt. Machst du mal zu vorne? Ja. Gut. Not enough minerals. Your boss. SCV ready. Add-on complete. Oh, jetzt kommt gleich ein Panzer. Wenn das Supply Depot fertig ist, kommt ein Panzer. SCV ready. In der Zwischenzeit setze ich mal das zweite Gas an. Jetzt nehmen wir noch ein Depot oben hin. Habe ich jetzt meine Echse fertig, dementsprechend brauche ich jetzt keine Depots mehr setzen. Die kümmert sich jetzt darum. Noch ein zweiter Panzer. Beziehungsweise jetzt kommt erstmal eine Widowmine. 2 Stück. Dann geht's weiter mit irgendwelchem anderen Zeugs. Add-on complete. Das Problem ist, die Choke unten ist sehr, sehr groß. Und das ist sehr, sehr nervig. Das heißt, ich kann hier nicht. Ich guck mal hier. Lol. Die haben sich wahrscheinlich unten aufgebaut, dann tue ich das jetzt auch. Da kommt eine Schabe. Ja, die haben sich wahrscheinlich unten aufgebaut. Ja gut, Schaben. Ja, die steht schon hier unten. Die steht schon hier unten. Ganz, ganz viel Zeug. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Mein Panzer steht schlecht. Die wollen uns pushen. Die wollen uns direkt kaputt pushen. Widowmines sind direkt Ende im Gelände. Ich brauche mehr Panzer. Jetzt sofort. Da sitzt er. Force Fields. Die dürfen hier nicht rein. Base is under attack. Big job, huh? Ja, das ist noch nicht vorbei. Add-on complete. Our allies base is under attack. We hear you. Our allies base is under attack. Our allies base is under attack. Armed and ready. Our allies are being attacked. Our allies base is under attack. Base is under attack. Dankeschön. Our allies are being attacked. Add-on complete. Our allies are being attacked. Our allies base is under attack. Armed and ready. This better be good. Doch ab. Komm jetzt sofort zu dir. Ich muss dich retten, ja. Alter, wie viel die gepumpt haben.
fass das nicht. Hast du noch einen Worker, den du zu mir retten kannst? Nein, ich habe gar nichts mehr. Geh doch nach vorne, Mann, geh doch nach vorne. Ich hasse das so sehr. Boah, pumpt doch härter. Ich fass es nicht. Deswegen kam von denen auch nach vorne nix, die wollten direkt pushen, haben sie auch direkt getan. Ich fass das nicht. Our allies base is under attack. Additional supply depots required. Gangway coming through. SCV ready. Hammerharter Tobak, ey. Und so haben die sich hier verzogen. Ich brauche Marauder, jetzt kriege ich das hier nicht hin. Add-on complete. By the numbers, boys. That's fine. Was sind so unten? Pass auf, pass auf. Mineral field add-on complete. This better be good. Ready to roll out. Insufficient Vespine gas. Insufficient Vespine gas. Mineral field depleted. Hier ist ein Beobachter. Ich hab's gesehen. Under attack. Ah, scheiße. Was war's? Das funktioniert hier nicht. Nee. Ich kann Protoss so nicht besiegen. Hässlichste Taktik ever. This better be good. Insufficient Vespine gas. Ja, das war's auch. Guck dir mal an, wie hart der gepumpt hat. Das war's. Das ist leider das Donnerstagsmatch. Was will man machen? Das ist leider gewesen. Es lädt hier nix. Es lädt hier nix. Das war das Donnerstagsmatch. Mann, als der kannst du das so nicht wegpumpen. Der Protoss hat mich locker auseinandergenommen. Du hattest auch nur eine Base. Kannst du nicht miteinander vergleichen. Ja, die haben aber auch nicht geäxt. Das ist es ja gerade. Die haben halt wirklich nur uns gerusht. In dem Fall. Das sah man nicht kommen, ehrlich gesagt. Weil das sah alles normal gespielt aus und dann am Ende war es doch ein Rush-Modus. Vom Zerg war nichts zu sehen, das war eigentlich nur der Protoss. Klar, der Zerg kann man auch mit seinen Units, aber das war nicht so viel, wie ich dann hatte im Endeffekt. Aber der Protoss halt, ne? Ich habe die meisten Einheiten gepumpt, also auf längere Distanz. Das Problem ist, die sind halt direkt bei uns reingekommen. Panzer sieht halt gegen Hetzer alt aus. Also klar kann er das machen, aber ihr habt ja gesehen, wie viele Hetzer das waren. Hat die Maxi auch recht eigentlich. Das war ganz schön scheiße. An der Stelle können wir aber nichts mehr weitermachen. Wir sehen uns heute Abend im Stream wieder. Und ansonsten morgen in StarCraft 2. Und bis dann wünsche ich euch alles Gute. Haut's rein. Tschüssi.